dabei, aber er ist einer, der in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz großen Erfolg hat. Man sieht ihm sein Alter nicht an. Das ist also einer von denen, wo man sagt, ähnlich wie bei Cliff Richard, wie macht er das? Ich kann nicht sagen, dass wir dir nicht einen großen Rahmen geboten hätten für diesen Auftritt, ha? Gleich so viele Rahmen. Ja, eben, es ist gleich mehrere. Ganz mickrig, aber das ist toll. Das ist der Kindertraum. Alles ganz groß und man selber ist ganz klein. Schön. Verlassen wir dieses... Wirklich sehr schön. Ich muss dich bedanken. In dem Moment, wo wir draußen sind aus der Dekoration, wirken wir auch gleich sehr viel größer. Was mache ich mit dem Mikrofon? Nein, das machen wir einfach. Genau, das ist nicht geplant. Dann habe ich's. Du hast es ganz raffiniert gemacht. Jetzt habe ich's. Peter, es gab ja Menschen. Guten Abend. Guten Abend. Unser Saalkandidat Axel. Freut mich sehr. No, ich bin gespannt. Bin da. Ja, ja, auch sehr gerecht. Freue mich sehr, Sie kennenzulernen. Cliff Richard. Und hello. How are you? I'm fine. How are you? Oh, fine. Guten Abend, liebe Frau. Ich freue mich, Sie wieder zu sehen. Nein, dieses wienerische Englisch. Nein. Entschuldigung. Du hast bestimmt irgendwas Wichtiges gerade gesagt. Hinter deinem Rücken will ich nie etwas sagen. So. Wir haben nicht aufgepasst. Macht nichts. Peter, es gab ja Leute, die gedacht haben, im ZDF sitzt er gar nicht mehr auf der Bank. Aber nun bist du hier und du siehst auch nicht so aus, als wärst du sehr böse. Naja, also, böse ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck. Ich bin ein bisschen traurig. Nicht, weil jetzt warte ich schließlich 2 Jahre und ich bin nicht mehr jung genug, um noch weitere Jahre nur mit Warten zu verbringen. Ich möchte was tun, also ich möchte Show machen. Ich möchte mein Publikum unterhalten. Ich liebe mein Publikum und ich weiß, das beruht auf Gegenseitigkeit. Ich möchte mich herzlich bei Ihnen bedanken, meine Damen und Herren. Ja, das... Aber es ist halt offensichtlich so, dass ein Showstar ohne Show ein bisschen verlegen ist. Und du hast eben darauf gewartet, dass dir Showkonzepte, entwickelte Shows geboten werden. Du hattest ja immer Glück mit deinem Ernst Huberten, der leider gestorben ist. Ja, furchtbar. Ist ja beinahe unersetzlich, der Mann. Außerdem waren wir wirklich sehr befreundet. Aber das ist doch eigenartig, dass in einem Land wie Deutschland und Österreich und Schweiz ist ja mit dabei, wenn eine Lücke aufgerissen wird, sage ich mal, wenn ein Großer stirbt, und das ist leider in diesem Geschäft ja immer so, dann ist plötzlich ein Mann wie Peter Alexander so, ihm das... Naja, schau. Also das ZDF und ich, wir waren, möchte ich mal vergleichen, mit einer Ehe. Es war eine wunderschöne Ehe. Wir haben jahrzehntelang eine wirklich schöne Ehe geführt. Und aus dieser Ehe sind auch einige wirklich schöne Kinder hervorgegangen, kann man sagen. Ne? Und jetzt ist nach 20 Jahren ist da ein bisschen was eingeschlafen. Ne? Wie das so ist, haben die Mädels, wenn die Mädels nicht mehr spuren. Aber inzwischen sind einige wieder aufgewacht. So ist es. Und ich schaue mich ein bisschen um, nicht? Der große Stück, ein bisschen so in der Ehe, sagt man, sucht sich eine Freundin oder irgendwas, nicht? Mhm. Und jetzt schaue ich mich ein bisschen um und ich muss ehrlich sagen, alle Sender wollen mit mir arbeiten. Alle verliebt, ne? Alle Mädchen blinken. Oder RTL oder Sat.1, alle wollen und ich muss ehrlich sagen, das macht mich schon ein bisschen stolz. Ja, die Kirschen in Nachbarsgarten. Yes, ja, habe ich von dir. Habe ich ja, freilich. So alt bist du schon? Das gebest du, freilich, ja. Peter, aber gut, das ist also eine Geschichte, die wir hoffentlich ja irgendwann geregelt kriegen. Irgendwann wirst du eine Show machen und da wo das gut... Das ist Plastik, aber ich nehme den Kopf. Ja, ein Gummibärchen. Auch da haben sie uns geschrieben, Gummibärchen sind nicht gesund und ihr esst die. Das sind Bio-Gummibärchen mit Sojaschrot und so weiter. Doch, das sind die, das ehrlich, das sind die guten, also ohne Gift. Bevor du Gummibärchen isst, das ist... Entschuldigung, das ist nein. Ich wollte es gerade zudecken. Ein Mann räumt ab. Peter, jetzt... Ich muss sagen, das Lied hat mir gut gefallen. Das war also eins, wo man sagt, Mensch, das hat auch von der ganzen Art her, dir geht irgendwo der Stoff nicht aus. Denn du hast offensichtlich mehrere Register, die du ziehen kannst. Da gibt's also, ja, was Gott ich... sei Dank. Lieber Gott, ich danke dir. Ja, bitte, das ist schon in Ordnung, kurz vor Weihnachten. Aber jetzt... Na, ich meine, ist schon eine wichtige Adresse, ne? Ja, aber natürlich, aber trotzdem, du hast ja mehrere Möglichkeiten. Also, ich mag ja ganz gerne... Man kann es nicht zugeben, aber stimmt, so diese bärmischen Lieder. Wenn du also mach das nochmal, weil du das gefallen machst. Ja, weh, bäm, no. Ich bin ja auch... Ich werde eine Thomas Polka werde ich machen. Ich bin Flüchtlingskind, Schlesisch. Wir kennen immer Schlesisch, Böhmisch so. Inzwischen kann ich ja so Sachen machen. Also, die Reife, die ich habe, man glaubt mir jetzt, dass ich wirklich da geboren bin inzwischen. Und du bist ja, also was Bärmen betrifft, kennst du dich aus?
kenne ich mich sogar sehr gut aus, weil meine Mutter war eine Pilsnerin, also wo das gute Bier herkommt. Mhm. Es ist einfach auch die Diplomatie, es ändert sich ja alles. Pantarei, wie der Grieche sagt. Das ist auch ihr Mann, plötzlich ist die Mauer weg, Mensch, und oder hier, plötzlich sind wir beim anderen Sender, zack, es ist einfach also, das Leben, so geht das Leben. Einmal. Er betet sie an. Gut. Wir unterhalten uns dann. Ich bin schon wieder eifersüchtig, jetzt geht das hier wieder los. Das Tolle ist mit den DDR-Bürgern, die uns heute Abend hier zuschauen können. Ja? Nicht nur am Schirm, die wir grüßen, sondern das hier im Saal. Einfach mit dem Trabi, mit dem Zug. Vorhin haben Sie, ich war draußen, ich konnte Sie nicht sehen. Jetzt. Winken Sie doch noch mal, bitte. Jetzt geht's in die Berge. Da. Jetzt geht's, jawohl. Richtig, ja. So, ihr habt eure Berge in der Sächsischen Schweiz, wir haben sie, Alpen, was auch immer. Klettern. Was, klettern? Klettern. Jetzt bist du ein Sport, du angelst gerne? Du wirst lachen, ich war mal ein leidenschaftlicher Kletterer. Meine Frau hat mir es verboten. Aha. Ja, sie hat gesagt, ich möchte nicht so früh Witwe werden. Ich war ein leidenschaftlicher Bergsteiger. Fragst du mal, vielleicht in der Zwischenzeit erlaubt sie dir das wieder. Hast du mal wieder getan? Doch, ich glaube, das schafft er. Bestimmt. Ja? Nein. Gut, also. Ganz bestimmt. Das ist Vertrauen, bitteschön. Frage Nummer zwei. Wenn es denn doch nicht gelingen sollte, wenn er also bei 5 Minuten erst die Hälfte zurückgelegt hat, was würdest du machen? Was wäre das Angebot? Das Gegenangebot. Ich habe mir gedacht, jeder weiß, dass ich nicht nur im Fernsehen arbeite, sondern auch ein leidenschaftlicher Angler bin. Und in Wien gibt es einen berühmten Markt, den Naschmarkt. Und auf diesem Naschmarkt gibt es einen Fischstand, der ist auch berühmt durch die Besitzerin, weil die hat also das Herz und das Mundwerk wirklich am richtigen Fleck. Thomas, ich glaube, die wäre für dich eine schwere Konkurrenz. Und bei diesem Wiener Original werde ich an einem ganz bestimmten Tag vor Weihnachten Weihnachtskarpfen verkaufen. Das ist mein Angebot. Das ist ein Angebot, das sicher vor allem die Damen dort freuen wird. Peter Alexander ist im Anmarsch.